Das wäre die Website, auf der man was über Idols nachlesen kann, Idols, die Band. Ja, das Album, wie gesagt, heißt Crawler. Wir verdanken es der Tatsache, dass die Band jetzt halt nach dem Vorgänger eben nicht touren konnte. Und ja, Thomas wird uns das Album jetzt vorstellen, eine Band, bei der der Sänger, obwohl man sie gerne in den Punk-Bereich schiebt, selber mal gesagt hat, we are not a fucking Punk-Band. Was sind sie dann, Thomas? Ja, womit er ja eigentlich schon wieder Punk war. das Album ist am 12. November erschienen, also vor einer Woche. Ja, was sind die? Die gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Die haben sich 2012 gegründet. 2014 war die Band dann vollständig. Das erste Album erschien erst 2017, das zweite dann 2018, das dritte 2020 und bam, jetzt das vierte. Ging also Schlag auf Schlag. Wütende junge Menschen, die was wollen oder wollten, die irgendwie was rauslassen mussten, die irgendwie eine Punk-Attitude hatten und haben, aber sich keinem Genre zuordnen wollten. Landläufig fällt das wahrscheinlich unter Post-Punk, wie so vieles, hat aber Einflüsse aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Die waren tatsächlich relativ schnell in der Presse, wurden viel gelobt eben dafür, dass sie wirklich nichts anbrennen ließen, wirklich alle Themen anpackten, sehr politisch waren, ihre Wut rausgeschrien haben, sehr laut waren, sehr kompromisslos waren, gegen Wände gerannt sind. Das hat sie so ausgemacht am Anfang. Und dann eben kam das dritte Album letztes Jahr, das Ultra Mono. Und da war es so, dass sie sich zum ersten Mal einen anderen Produzenten ins Boot geholt haben, nämlich einen Hip-Hop-Produzenten, Kenny Beats. Und plötzlich klang das anders, ein bisschen glatter vielleicht, ein bisschen mainstreamiger. Und zack, kam natürlich der Shitstorm und alle haben gesagt, ja, der Punk mal wieder, hat sich jetzt mal wieder selbst erübrigt, ist in sich selbst zusammengefallen, weil die zu groß, zu berühmt geworden sind und jetzt können sie irgendwie nur noch glatten Mist machen. So, der Produzent ist der gleiche geblieben beim neuen Album. Es ist immer noch Kenny Beats, der allerdings zusammen mit dem Gitarristen jetzt relativ, mit Mark Bowen relativ viel produziert hat und den Sound sehr viel minimalistischer gemacht hat. Es ist tatsächlich so, dass dieses Album Crawler, wie du es schon erwähnt hast, so ein bisschen Lockdown-Album war, vor allem eben, weil man nicht touren konnte. Deshalb auch plötzlich schon wieder ein neues Album. Gleichzeitig ist es so ein bisschen retrospektives Album geworden. Man hat zurückgeschaut, vor allem der Sänger hat zurückgeschaut auch so ein bisschen auf seine eigene Geschichte und so ein bisschen geguckt, wo kommt eigentlich diese ganze Wut her? Warum bin ich so kaputt? Hat seine Drogengeschichte nochmal sich angeschaut, hat angeguckt, wie er unter Drogeneinfluss fast einen tödlichen Autounfall gebaut hätte und singt darüber auch. Ja, der hat ja schon eine Alkoholsucht auch schon überwunden. Also ich meine, du hast angesprochen, wie jung die sind, aber der hat ja auch schon eine ganze Menge Leben, Schicksal gehabt quasi. Definitiv, definitiv. Und das ist jetzt eben auch ein relativ früher Zeitpunkt, wahrscheinlich nochmal introspektiv zu werden, sich einzuschließen, ein bisschen ruhiger zu werden, ein bisschen runter zu dimmen. Es ist düsterer, apokalyptischer vom Sound her. Und es ist eben, ich habe irgendwo gelesen, es ist vielleicht insofern Post-Punk wie The Clash Punk waren oder Pearl Jam Grunge waren. Das heißt, es ist sehr, es kommt so auf den Punkt, es ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr, naja, es ist, in diesem Kern steckt noch mehr. Das finde ich ganz interessant und man erzählt so ein bisschen, irgendwo habe ich gelesen, es ist ein bisschen das Prequel. Wenn es ein Superheldenfilm wäre, würden sie jetzt das Prequel zu ihrer Band erzählen. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir sind? Welche Geschichten stecken da in uns? Und Joe Talbot, der Sänger, stellt sich seinen Dämonen. Das hört man, wie gesagt, das ist düsterer, das ist dunkler, das zitiert so ein bisschen. Irgendwo habe ich gelesen, The Fall, Crime and the City Solution, ein bisschen Industrial steckt da mit drin. Die gehen so an ihre Grenzen. Und ich fand beim Hören, mir war von Anfang an klar, das ist hier nicht nur wütend und laut diesmal. Ich habe auch das letzte Album letztes Jahr schon gemocht, aber das hier ist brüchiger, verletzter, angekratzter. Denen wird immer diese Pose vorgeworfen. Ich kann die hier nicht hören. Da ist Energie, das ist nicht müde, aber das ist aufrichtig.
Der erste Track hat mich gleich erinnert an Mark Lanegan, den ich ja sehr gerne mag, auch so ein sehr kaputter Kollege von Ihnen, der gerade ein Buch über seine Nahtoderlebnisse während Corona veröffentlicht hat. Und dann treibt das aber so eine Aggression vor sich her, so ein Bedürfnis nach Katharsis. Selbst wenn sie rotzig werden, klingt das diesmal nachdenklich. Aber die Rollläden bleiben eben immer so halb geschlossen. Es bleibt so ein bisschen hermetisch. Man hat das Gefühl, die kommen da schwer raus. Ein Song heißt auch Stockholm-Syndrom. Aber ich hatte das Gefühl, ich komme manchmal auch schwer rein. Also das ist abgründig und selbstbezogen. Das ist ein Identifikationsangebot. Vielleicht bin ich auch nicht ganz die Zielgruppe für dieses abgründige Kaputte. Aber ich finde das schon faszinierend. So. Ja, alles richtig. Ich als alte Popsau kann natürlich gleich sagen, mir ist das Album ein bisschen zu wenig ABBA. Obwohl ein Stück Stockholm-Syndrom heißt, das muss, immerhin gibt es diese Verbindung, denn in Stockholm befindet sich ja das, wir haben es gelernt, gemerkt, Rix-Mix-Nings-Verkehrt-Studio von ABBA. Ja. So, aber jetzt zurück. Ist natürlich nicht Bristol, ne? Bitte? Ist natürlich nicht Bristol. Es ist nicht Bristol, nein. Idols, also erstmal, ich bin sehr begeistert, wenn dabei dann doch mal so ungewöhnliche Dinge rauskommen, wie jetzt zum Beispiel die Single, die wir gehört haben, das ja wirklich so eine Art Soul ist, aber Soul gemixt mit Punk, und das ist tatsächlich relativ neu, also haben noch nicht so viele so in der Form versucht, und das ist auch ziemlich gelungen, finde ich, also das ist spannend. Ich mag es auch gerade, wenn so aggressive Elemente, gerade so die Gitarren und Schlagzeug, wenn die so teilweise eben in Stücke reinbrechen und nicht das ganze Stück dominieren. Das finde ich oft sehr, sehr gut. Das fand ich auch bei Deus immer schon früher sehr geil. Und das hat, fand ich, hier auch sehr gelungen. Aber was ich eingangs meinte mit dem Pop, das ist schon richtig. Also als jemand, der tatsächlich Schönklang und Melodie und sowas mag, ist Idols insgesamt nicht ganz so meins. Ich bin mit dem Gesang manchmal nicht so ganz konform. Das heißt also, an einigen Stellen ist mir das dann einfach doch tatsächlich die Spur zu rotzig. Es ist aber spannend. Kaputt trifft es, glaube ich, ganz gut. Absolut, glaube, deswegen bin ich auch vollkommen... Und will auch kaputt sein. Deswegen bin ich eigentlich auch vollkommen bei dir mit allem. Also du hast alles, was du gesagt hast, ist, wenn ich es nicht verifizieren kann, habe ich einfach das Gefühl, dass es richtig ist. Das trifft das Album gut. Es ist sehr, sehr düster und ich... Auch da hast du was ganz Richtiges gesagt. Auch ich bin hoffentlich, ich bin ganz froh drum, nicht ganz so die Zielgruppe für die Erzählung eines kaputten Lebens, das mit Alkohol und Drogen irgendwie schon so. Da ist man vielleicht näher dran, wenn man da auch mehr ein bisschen, also da muss man vielleicht auch schon was durchgemacht haben, dann kann man da leichter, glaube ich, einhaken sich als, nicht unbedingt, aber es macht es vielleicht für die eine oder andere Person etwas leichter. Also deswegen, was gibst du für Punkte dem Album? Ganz, ganz kurz noch, interessant ist vielleicht, du hast gesagt, du findest es interessant, dass manchmal so Instrumente reinbrechen, dass das so ein bisschen fragmentiert ist. Bristol ist natürlich auch die Stadt von Portishead, von Massive Attack. Ja, ja. Das heißt, es ist so ein bisschen dieser Bristol-Sound, findet sich da vielleicht so ein bisschen wieder. Finde ich ganz, gar nicht uninteressant, den Gedanken. Also es prägt die Musikszene, hat die Leute vielleicht doch ein bisschen auch geprägt, auf eine gewisse Weise, natürlich. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich würde einfach mal 4 Punkte geben. Mhm. Vielleicht werden das noch mal weniger beim nochmal und nochmal hören. Aber erstmal finde ich das spannend. Ja, und ich gebe halt, weil, also spannend ist es definitiv, nur nicht ganz so meins. Ich gebe nochmal auch 3 Punkte. Also genauso viel wie bei ABBA, lustigerweise. Das heißt aber nicht, dass diese Alben jetzt wirklich miteinander vergleichbar werden. Vielleicht, aber es ist ganz gut, wenn man das ABBA-Album gehört hat, dann tut es wirklich ganz gut, hinterher das Idols-Album zu hören. Und andersrum. Und andersrum auch, okay, ja, genau. Ja. Wir zeigen nochmal kurz, wie es ausschaut. Crawler heißt das Album, das ist es. Jetzt, wie gesagt, seit einer Woche schon auf allen Plattformen und natürlich auch als Vinyl und CD erhältlich. Anders als aber auch bei Bandcamp zu hören. Ja, aber werden wahrscheinlich, genau, Bandcamp haben sie vielleicht doch nicht so ganz mitbekommen, die Entwicklung, kann man verstehen. Dafür waren sie dann doch 40 Jahre raus, so ist das halt manchmal. Ja, gut.